Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Overwatch. Wir sind hier auf dem Testserver und auf dem PTR und das aus dem ganz einfachen Grund, dass es hier die neue Map hat und die wollen wir uns angucken. Deswegen starten wir direkt das Match. Ach, und die Kisten, weiß ich nicht, ob ich die hier auspacken kann. Also nach dem Match packen wir noch Kisten aus, da wechsle ich dann je nachdem auch den normalen Server. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn ich hier einfach zack und die dann öffne. Ich habe ein bisschen Angst. Und da sind wir direkt in-game. Hast du gerade den rollenden Busch da gesehen? Nee, es gibt gar keine rollende Büsche. Wir sind nämlich nicht hier irgendwo, keine Ahnung, im wilden Westen, da wo du herkommst, sondern hier, wir sind in Schland. Wir sind in Deutschland. Und ich muss sagen, die Burg, es gab ja schon ein Video zu diesem, also die Map hier ist neu, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Dazu gab es auch schon ein Video und alles auf dem Kanal von Overwatch und es gab hier jetzt auch so ein Bastion-Cinematic, da hat man die auch im Hintergrund gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, Burgen sind ziemlich cool und das ist auch eine Deutschlandkarte, also hier, wo wir wohnen. Ach man, aber es sieht echt cool aus. Das sieht echt cool aus. Das hier ist eine Map, bei der man erst den Wagen einnimmt, danach schiebt. Ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass es genau andersrum ist, dass mal eine andere Map ist, dass man von der Basis den Wagen schiebt bis zu diesem Tor. Da hinten haben wir ein großes Tor gesehen, was man mit diesem Wagen eben auch machen kann. Und dann von da aus dann den Kronsaal einnimmt. Aber egal, wir spielen auf jeden Fall Mai. Hier sieht alles sehr... Oh, ich hätte nicht direkt nachladen müssen, fällt mir da auf. Wir sperren den mal bei uns ein, das ist glaube ich ganz nett. So, dann haben wir den Tod, dann müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht auch sterben. Ich würde mir gerne, ehrlich gesagt, die Map gerne ein bisschen angucken. Computerwelt von Rittgen. Ah, schöner Ort. Hier sieht es auch genauso aus wie bei mir um die Ecke. Guck mal, Leute. Genau dasselbe. Hier vor der Straße, also vor meinem Fenster auf der Straße, liegen ein paar kaputte Autos, ein paar kaputte Roboter. Alles schön grün verwachsen. Aber ich wohne hier tatsächlich in der Gegend, in der es recht viele Burgen gibt. Oh, na, eigentlich wollte ich es genau anders rumhaben. Oh, oh, okay, ich bin tot. Hä? Wo kam der her? Ich habe gedacht, er wäre vorne mit dem anderen beschäftigt, aber dann war er plötzlich bei mir. Oh nein, ich wohne hier tatsächlich in der Gegend, wo es relativ viele Burgen gibt. Im Schwarzwald und auch direkt am Elsass. Im Elsass war schon so viele Burgen in meinem Leben besichtigen, fällt mir da so auf. In Südfrankreich gab es auch immer richtig viele Burgen. Und in Südfrankreich waren wir früher immer im Urlaub. Oh, das Visier und dann noch die Verstärkung von Anna könnte problematisch sein. Oh, hier kommt man mit dem Teleporter raus, kam der erst. Nachdem ich... Nein! Ah! Nachdem ich losgelaufen bin. Ach, das ist aber ärgerlich. Naja, Leute, wenn die Gegner weiterkommen, dann haben wir den Vorteil, dass wir länger hier auf der Map bleiben. Hallo? Und dieser Wagen. Okay. Nein, ich will nicht schlafen. Habe ich die Abkühlung noch hingeworfen? Nützt die meinem Team überhaupt noch was? Nein, die hat überhaupt nichts gebracht. Ich hätte in meinem Eisklus bleiben sollen. Ah, Team Valhalla. Okay. Die haben mir jetzt nicht unbedingt nachgeholfen. Das ist wieder der gute alte Computerladen. Komm schon. Spring runter. Mai? Mercy? Ah, da. So, okay. Jetzt sind wir sie los. So gefällt mir das doch schon besser. Und ich habe keine Ahnung, wo jetzt die Gegner spawnen. Wahrscheinlich nicht mehr da hinten, sondern irgendwo hier vorne. Direkt beim Wagen. Das ist meistens bei diesem Capture Point. Ja, da. Mir geht's nicht so gut. Oh, danke für die Heilung. Okay, wir campen jetzt hier, oder wie? Okay, den haben wir ganz schön gut ausgesperrt, muss ich sagen. Dann versuchen wir mal hier. Okay. Den Soldier ein bisschen auszusperren, um unserem Team zu helfen. Komm schon. Dankeschön. Hallo. Den töten wir dann auch. Dann haben wir wieder unsere Ulti. Die Ulti von Mai wurde hier aber gebufft. Ist die Sache. Vielleicht bekommen wir ja Mercy tot. Nee, leider nicht. Schade. Aber sie kommen gerade echt... Also es ist krass, dass man hier so campen kann, muss ich sagen. Okay, gut, die haben mir tot. Also es ist echt krass, dass man hier so lange überleben kann. Liegt es gerade irgendwie an unserer Mercy, dass die einfach alles in den Himmel heilt? Oder was ist hier falsch? Danke, ich brauche wieder Heilung. Oder ist unsere Mercy tot? Nee, unsere Mercy ist echt immer zur Verfügung anscheinend. Warte, wir trollen die mal. Wenn die rauskommt. Oh, oder auch nicht. Oder den da.
Oh, ich bin fast in die Ulti reingelaufen. Nein! Ah, verdammt! Schade. Oh, es lief aber auch zu gut. Warte. Okay, okay, wir müssen weg von dem. Ah, verdammt. Okay, jetzt sind wir aber tot. Haben wir noch einen Teleporter, ist die Frage. Wenn wir noch einen Teleport haben, ist alles nicht so schlimm. Oh Gott. Oh, puh. Naja, ich muss sagen, die Map hier ist echt, soweit ich es gesehen habe, hübsch gestaltet. Aber Shooter sind nicht die Spiele, wo man, also wo man natürlich schon auf die Map achtet, aber nicht so ultra sehr wie in anderen Spielen. Oh, hallo. Hier möchte ich nicht sein. Nein, nein, nicht sein. Der hat mir nicht zugehört, aber dafür stirbt er auch. Ah, okay, wenigstens habe ich jetzt noch einer mitgestorben. Das war echt nicht so schlau. Ich glaube, unser McCree hat sich verirrt. Der ist wahrscheinlich... Nee, nee, der Teleporter ist einfach mittlerweile weg. Ja, okay. Gut, guck mal, hier sind wir in einer schönen Küche. Finde ich echt hübsch, dass so viele Details hier reingesteckt werden. Und das ist eine Deutschland-Map ist. Ja, viel mehr habe ich hierzu nicht zu sagen, Leute. Aber wir spielen trotzdem hier drauf. Hallo? Oh, oh. Hallo. Okay. Ah, verdammt! Es ist aber auch... Ja, genau! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was für ein Troll! Ach man, gut. Dann versuchen wir es nochmal. Eigentlich könnten wir auch... Ihr wolltet ja mehr Helden eigentlich in der Theorie. Alter, ich... Ah, verdammt. Okay, dann haben wir. Eigentlich könnte ich auch Bashen in der Theorie hier spielen, fällt mir gerade so auf, weil... Nein, ich hätte eine Wand dazwischen setzen müssen. Nein, ich... Ah... gerade ist echt, puh. Am Anfang habe ich mich, glaube ich, echt gut angestellt, aber gerade mache ich so dumme Fehler. Ich hätte einfach vor den Soldier eine Wand stellen können, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber irgendwie habe ich daran einfach nicht gedacht. Zack. Hä? Habe ich die nicht getroffen? Ich habe doch die gegnerische Mercy zweimal getroffen, hat die das nicht getötet? Also, weil das wahrscheinlich nur ein Buddy-Shot war. Okay, wir waren aber auch echt weit vorne. Naja. Naja, wir brennen ja noch, Leute. Das Spiel sagt, wir machen irgendwas richtig. Na verdammt, jetzt haben die mich gesehen. Und jetzt werden die wahrscheinlich auch einen Teleporter sehen, deswegen. Okay, das war jetzt aber nicht nett, muss ich sagen. Das war ziemlich frech, sogar. Weißt du, und die ignoriert mich jetzt auch noch. Ach, verdammt! Ich hab doch die Wand hochgezogen! Ach, Mann. Naja, immerhin kommen sie nicht weiter, obwohl ich noch gerne sehen würde, beziehungsweise sehen wir ja wahrscheinlich dann nie. Ah, doch, der Wagen kommt hin, wie die Wand aufbricht. Hier wird ja mit dem Rambock geöffnet, das Tor hier. Das wäre schon interessant zu sehen. Muss ich sagen. Aber das ist natürlich eigentlich nicht unser Ziel. Es ist eigentlich... Oh, ich habe keine Wand. Ah, das ist ein schlechter Moment, um keine Wand zu haben, muss ich sagen. Okay, das hat aber... Oh, 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 die Kombo. Komm schon, Leute. Oder war es die Gegner? Nee, es war unsere Pharah. Sind sie alle gestorben? Die waren nämlich... Es waren vier Leute einfach eingefroren. Schade. Naja, aber eventuell sehen wir dann jetzt noch das Tor aufgehen. Auch wenn ich es bezweifle. Obwohl, einer am Wagen. Wir müssen nur 2 Meter schieben. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Okay. Ich hätte einfach rechtsklick auf sie machen sollen. Okay. Okay, okay. Guck, guck. Wir waren natürlich alles Absicht. Von Anfang an. Damit das Tor aufgeht. Leider hat die Dings nicht zugeguckt. Schade. Okay, 1 Minute 44. Wir sehen ja den großen... Guck, und hier ist auch so ein Thronsaal. Mit einem Reinhard-ähnlichen Menschen. Mit auch so einem Hammer. Und allem. Okay, wir haben die Ulti, glaube ich, ganz gut abgefangen. Ich muss mich einfrieren.
Ja, gut, das könnte aber jetzt auch gewesen sein. Ach, das war aber echt ärgerlich. Ich habe den zweimal eingefroren in der Zeit und es hat trotzdem nicht gereicht. Da haben wir den Teleporter, aber ich habe keine Ahnung, wo der rauskommt. Wir nehmen ihn trotzdem, egal wie riskant das ist. Okay, der ist auf jeden Fall eingefroren. Sehr gut. Okay, den haben wir auch. Okay, jetzt sind alle tot. 40 Sekunden müssen wir das noch halten, oder? Das ist einfach direkt vom Punkt. Okay, er ist da weggegangen. Anscheinend, weil wir ihn erwischt haben. Gott, das ist ja ein echt ganz schön spannendes und kniffliges Match. Okay. Dankeschön für die Heilung, Mercy. Gegnerpfeil. Ich blockiere einfach mal einen Eingang in der Zeit. Bis der Pfeil wieder weg ist. Okay, die ist alleine vorgelaufen. Okay, den haben wir. Dann haben wir hier jetzt nur noch den Horror. Okay, ein verstärkter Anzug war jetzt aber nicht die größte Gefahr, glaube ich. Und wir haben gewonnen! Oh, sehr. Der hat noch die Ulti abgebrochen. Okay, Leute. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Gerade eben genau in dem Moment, wo dieser Schnitt war, wurde meine Festplatte voll. Und ich bin so unglaublich glücklich, dass sie nicht irgendwie 30 Sekunden davor irgendwann fest war. Weil dann war die Runde irgendwie nicht mehr verwertbar. Auf jeden Fall spiel mir dieselbe Map im Angriff. Und zwar spiel mir dieselbe Map im Angriff als... Ihr habt ja eigentlich mehr Abwechslung gebucht, ist die Sache. Aber, das ist ja eine neue Map. Heißt, das ist ja hoffentlich Abwechslung genug. Warte, ich muss mal kurz mein Mikrofon richten. Und deswegen spielen wir Diva im Angriff. Und, wer mehr zu Patch Notes EDC wissen will, Zombie, sagt dazu in seinen Videos recht häufig immer alles. Ich nicht. Ich sag da nichts. Ich weiß, dass Diva auf dem PTR, ein bisschen das Feld hier angepasst wurde. Dass das Regenerieren, glaube ich, ein bisschen später einsetzt. Als wenn man das ganze Zeit spammt, dann wird man dafür mehr bestraft. Und bei Mai wurde irgendwie der Ulti-Radius erhöht und dass die Ulti auch durch Wände geht. Denn hier, guck mal, hier sind so Braukessel. Sind wir hier in der Brauerei? Ich habe keine Ahnung, wie Braukessel aussehen oder Wein oder keine Ahnung. Die Crusader stehen Wache. Oh, hier ist alles deutsch. Anweisung. Hier ist ja echt alles deutsch. Ruhe bewahren. Oh, sehr richtig cool. Ach genau, und Genji wurde in Grund und Boden genervt auf dem PTR, soweit ich das mitbekommen habe. So, wir kennen ja jetzt mittlerweile die Map. Allerdings würde mich mal interessieren, ob es hier auch viele Schleichwege gibt, als ob ich... Okay, zum Beispiel da kann ich nicht durch, da ist eine unsichtbare Wand. Okay, Leute, ich will was ausprobieren, was wahrscheinlich ziemlich dumm ist. Aber kann ich... Nee, da ist auch eine unsichtbare Wand. Okay, gut. Das ist aber... Das finde ich schade, muss ich sagen. Das finde ich echt nicht so cool. Dass hier einfach unsichtbare Wände platziert wurden. Das wurde doch davor auch nie gemacht. Warum wurde das jetzt gemacht? So, warte, können wir da oben rein? Ja, aber das bringt uns nichts. Und jetzt überall an so Schleichwegen unsichtbare Wände platziert auf der Map, um das zu vermeiden? Das war ein bisschen echt schade. So, warte, Leute. Hier fangen wir jetzt mal kurz ab. Dann habe ich aber keinen... Wahrscheinlich dann hier auch, oder? Okay. Ach nee, Diva ist ein bisschen Counter. die Eisfrau. Mai ist ein kleiner Counter zu Diva, deswegen ist es nicht so schön. Ich würde hier. Hier wird es doch irgendeinen Schleichweg geben oder muss man hier durch? Hä? Woher kam dieser Burst jetzt plötzlich, der meinen Mech kaputt gemacht hat? Der hat 400 Leben. Da müssen irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig eingetroffen. Oh Gott, ums Willen! Ach, das wird. Hä? Okay, Leute, ich glaube. Ich und mein Team sind gerade geringfügig überfordert. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ich überlege gerade, was wäre denn hier gut? Gerade in dieser Situation, kann man da vielleicht irgendwo durch? Nee, da kommt man nur hier hoch. Okay, die haben wir jetzt aber tot. So, dann schießen wir einfach. Defensivmatrix aktiviert!
den Tod erstmal. So, dann haben wir hier irgendwo einen Genji. Das hier, das ist einfach der Horror. Der Genji ist hier schon ultra genervt und trotzdem sind diese Spieler teilweise noch so schrecklich gut, dass keinen Unterschied macht. Also was heißt, seine Ulti ist 2 Sekunden kürzer. Und er kann nicht mehr ewig an der Wand bleiben. Also der Sprung an die Wand resettet nicht seinen Doppelsprung. Was ist unser? Okay, wir haben es. Wir haben es. Was auch immer war, wir haben es geschafft. Und wir bleiben bei dem Wagen, weil ich immer noch keinen Mech habe und ohne Mech bin ich nackt und habe Angst. Hat gerade mein Mech ihm Schaden gemacht. Das finde ich aber auch lustig. Aber ich glaube, Mai ist auf der Map hier echt nicht schlecht, weil man so viel zumachen kann, etc. Und während das Tor aufgeht, können wir hier uns einmal um Mai kümmern. Was, wie gesagt, eigentlich keine gute Idee ist als Diva, weil es echt ein kleiner Counter ist. Aber ich habe ihn aus der Schussbahn rausgeschubst. Aber... Oh, ist er schon tot? Oh nein! Bäschen! Warum ist seine Leiche so komisch? Jetzt. Warum hat die gerade so komisch gerendert? Merkwürdig. Okay, haben wir. Dadurch, dass wir die Explosion gemacht haben, konnte er sich nicht gegenheilen. Also, es hatte schon durchaus seinen Sinn, dass wir da eine Explosion gemacht haben. Außerdem hätte er uns dann einfach töten können, hätten wir da keine Explosion gehabt. Aber so konnte er sich nicht wehren, weil er wegrennen musste. Oh, jetzt wird sie geheilt. Okay, hier gehen wir weg. Das gefällt mir so nicht. Könnten wir? Ja, wir konnten den Wagen gerade die ganze Zeit weiterschieben, weil hier alles so gut lief. So, diesmal habe ich nicht meinen Hook, meine Explosion, deswegen kann ich nicht erstmal nicht mit ihm anlegen. Oh, die hätte ich abfangen können. Das ist die Sache. Okay, ich versuche Genji. Nein! Naja, immerhin Ulti sabotiert. Zack, guck. Haben wir einen Ulti sabotiert Kill bekommen, stand da. War auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich hätte nicht sterben müssen. Wäre nicht nötig gewesen. Okay, das läuft. Okay, für die anfänglichen Probleme läuft jetzt doch echt flüssig. Oh, guck mal, dein Gemälde. Ja, wo ist er? Und die Sache ist. Okay, er ist tot. Oh, Gott sei Dank. Na, ja, aber ich finde es gut, dass Genji nicht mehr unendlich springt. Hä? Was? Hä? Nicht genügend Spieler? Suche neues Match? Habe ich das Spiel geliebt? Habe ich irgendwas geklickt, ohne dass ich es mitbekommen habe? Nee, ich habe hier irgendwas geklickt. Ich habe so in die Richtung gezielt. Habe ich habe doch wohl nicht aus Versehen Escape-Spiel verlassen oder so gemacht. Naja, egal. Wir öffnen die Lootboxen. Ich habe, als die Festplatte voll war, geguckt, ob ich die Lootboxen öffnen kann auf meinem anderen Account. Aber diese Lootboxen sind nur vom PTR, heißt, die kriege ich nicht wirklich, Leute. Das sind Fake-Lootboxen. Aber wir öffnen sie trotzdem. Vielleicht bekommen wir ja was Cooles. Den habe ich auch auf meinem anderen Account. Ui. Oder die werden auf meinen richtigen Account rübergerechnet? Sind das Hacks? Ich bekomme schon wieder dasselbe. Ach Mann, Leute. Das hätten wir auch angucken können. Das Emote ist richtig gut, aber das ist, glaube ich, das 6. Mal, dass ich das bekomme. Ach, das bekommen wir. Oh, das wollte ich. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Diva-Fahrrad-Emote. Icon. Spieler-Icon. Nee, Spray. War ein Spray. Das Diva-Spray wollte ich. Noch weitere Lootboxen zum Öffnen. Ja. Okay, noch ein bisschen McCree-Sticker. Irgendwie bekommen wir nichts Cooles. Ich hätte gern was Legendäres. Waren ja immer in neuen Kisten. Aber stattdessen bekommen wir weiter Spieler-Icons und Sprays. Irgendwie liebt uns der PTR nicht, habe ich das Gefühl. Komm schon. Und noch mehr. Ich habe ja echt ultra viele Spieler-Icons bekommen. Letzte Kiste. War das die letzte Kiste? Ich habe mich aufgepasst. Und wir bekommen ein Zahnrad. Ja, perfekt. Nee, ich will nicht in den Shop. Ich will hier gar nicht hin. Gut, dann würde ich sagen, Leute, das mit der zweiten Runde war echt ultra komisch. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.